Beim Kulturbund in der Langen Straße in Hoyerswerda ist am Mittwoch wieder Klöppeltreff. Interessierte sind ab 9.30 Uhr gern gesehen. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder am Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße 26. Es öffnet um 13.30 Uhr. In der VBH-Arena kann ab 19.30 Uhr Freizeitvolleyball gespielt werden. Um 14 Uhr beginnt am Mittwoch das Rentnertreffen in Friedersdorf in der Goldenen Ehre, Pizzeria Sprigadoro. Der letzte Clubnachmittag des Jahres ist am Mittwoch beim Spätleseverein in Hoyerswerda in der Boilerbar. Um 14 Uhr beginnt er. Es ist Weihnachtsfeier. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda lädt am Mittwoch ab 14 Uhr die Keramik AG ein, mitzumachen. Ab 15 Uhr kann auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Die AG Holz im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Mittwoch ab 14 Uhr zum Mitmachen ein. In der AG Elektronik lernen Kinder entsprechende Bauteile und auch kleine Schaltungen kennen. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Mittwoch ab 14 Uhr Betrieb. Es stehen die offenen Hausangebote und ab 15 Uhr der Internetpoint zur Verfügung. Um 15.30 Uhr beginnt die Probe beim Tanztheaterprojekt. Ab 18 Uhr ist Dance Aerobic nur für Erwachsene. Sie können am Mittwoch in Weixdorf-Köblitz Blut spenden, von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Schullerschule in der Oberlausitzer Straße. Um 15 Uhr beginnt am Mittwoch in Burgneudorf der Seniorennachmittag. Das Wichtigste an Weihnachten ist der Titel einer Lesung mit Dietmar Michaelsen am Mittwoch ab 15 Uhr in der Reimann-Stadtbibliothek in Hoyerswerda. Es ist ein Bogen weihnachtlicher Geschichten, von klassisch bis kriminell. Der Eintritt ist frei. Bautzens Oberbürgermeister Ahrens lädt am Mittwoch zum Stadtspaziergang ein. Er beginnt um 16 Uhr vor der Touristinformation auf dem Hauptmarkt. Im Schlesischen Museum in Görlitz beginnt am Mittwoch um 17 Uhr ein Vortrag. Es geht um Schlesien 1918 bis 1933, vom Friedensschluss bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Adventsmusik erklingt am Mittwoch wieder im Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz. Es ist ab 17 Uhr der Kirchenchor aus Krostwitz zu Gast. In das Cinemotion in Hoyerswerda wird am Mittwoch zum Kino für Kenner eingeladen. Ab 17.15 Uhr läuft der Streifen Der Vorname. Fotograf Gernot Engler präsentiert am Mittwochabend in der Naturschutzverwaltung in Königsbrück eine Auswahl seiner Aufnahmen. Die Veranstaltung trägt denn auch den Titel Aus dem Archiv eines Fotografen und beginnt um 19 Uhr. Und eine öffentliche Probe des gemischten Chores Pulsnitz mit Liedern zum Advent können Sie am Mittwoch um 19 Uhr im Saal der Klinik Schwedenstein erleben.